5G-Strahlung, unkontrolliertes Experiment. Die fünfte Generation 5G des Mobilfunks wird 400.000 Mal leistungsfähiger sein als die zweite Generation 2G, die 1992 die Ära des Digitalfunks einläutete. 5G wird im Mikrowellenbereich senden. Das sind elektromagnetische Wellen, die im Frequenzbereich zwischen 1 und 300 GHz liegen. Die bereits bestehenden Netze 2G, 3G und 4G senden im Bereich von 790 MHz bis maximal 2,6 GHz. 5G soll erstmals auch sogenannte Millimeterwellen bis 200 GHz nutzen. Solche hochfrequenten Mikrowellen sind so kurzwellig, dass sie durch die Haut absorbiert werden können. Eine Studie des Physikprofessors Yuri Feldman von der Hebräischen Universität Jerusalem kommt zum Schluss, dass Schweißdrüsen die 5G-Strahlung wie Antennen anziehen und von dieser gekocht werden. Er fordert, dass mögliche Gesundheitsgefahren unbedingt vor Einführung des 5G-Standards abzuklären sind. Wenn nicht, würde die Menschheit einem gigantischen, unkontrollierten Experiment ausgesetzt. Und Dr. Yael Stein vom Hadassah Medical Center in Jerusalem sagte dazu: Sollten diese Geräte und Antennen mit 5G-Technologie den öffentlichen Raum füllen, werden wir alle dieser Strahlung ausgesetzt sein. Babys, schwangere Frauen, Senioren, Kranke und elektrosensible Menschen. Die bereits mit dem heutigen Mobilfunk zutage tretenden Gesundheitsbeschwerden werden sich möglicherweise nochmals deutlich verschärfen und zusammen mit vielen neuen Krankheitssymptomen von physischen Schmerzen bis hin zu unbekannten neurologischen Störungen auftreten. Auf die Frage, was können wir gegen diese zunehmende Strahlenbelastung tun, gibt die in den USA und in Israel tätige Anwältin Daphna Teckover folgende Antwort. Wir müssen den Regierungsverantwortlichen oder den Schulbehörden, die dazu verpflichtet sind, die Gesundheit der Kinder zu wahren, klar machen, dass sie vor Gericht für den Schaden zur Verantwortung gezogen werden, den sie verursachen. Sie haben eine Vertrauensposition inne, doch sie verraten dieses Vertrauen. Man muss diese Leute sowohl zivil als auch strafrechtlich verfolgen.